Also gerne ein Auto mit Elektroantrieb, aber ein Sportwagen muss es nicht sein. Elektroautos schon, aber vielleicht nicht in der Sportwagen-Variante, sondern eher Familienwagen oder wie auch immer. Ich würde mir vielleicht einen Elektrowagen kaufen, aber keinen Sportwagen. Es gibt schon einen Unterschied, ja. Gut, beim Elektrofahrzeug hast du sofort die Energie auf dem Pedal und beim Sportwagen kommt es nach und nach. Also das ist das, was eigentlich eher berauschend ist, die Beschleunigung von Gang zu Gang. Ich weiß nicht, ob es ihnen unbedingt schaden würde, vielleicht tatsächlich sogar das Image ein bisschen ändern, wenn sie auch in der Sparte investieren. Glaube ich nicht. Innovativ ist immer gut. Auf gar keinen Fall. Also das ist eher etwas, was das Image anhebt. Es wirft weitere Aspekte für die Firma auf, also gibt es wahrscheinlich auch weitere Interessenten dafür. Ja, das denke ich schon. Ob jetzt unbedingt fürs Sportsegment wahrscheinlich auch, genauso wie für die anderen Segmente. Produktpalette kann man ja ein bisschen ausbauen, das passt schon, denke ich. Es ist für mich noch nicht die Lösung, weil einfach das Problem wirklich das Thema mit dem Speichern ist, mit der Energie. Die ganze Technik braucht wieder viel Strom. Da sehe ich noch ganz viel Bedarf an Forschung, an Entwicklung. Da gibt es zwei verschiedene Aspekte dazu. Erstens, ja, zwecks Umwelt und nein, auch zwecks Umwelt. Da die Herstellung der Batterien halt dementsprechend umweltschädlich ist, aber im fertigen Produkt dann umweltfreundlich sind.